In diesem Video geht es darum, wie man mit BigBlueButton Umfragen durchführt. In der Rolle eines Präsentators habe ich jederzeit die Möglichkeit, eine Umfrage durchzuführen. Hierfür wähle ich Aktionen, Umfrage starten und komme dann in eine Ansicht mit verschiedenen Antwortoptionen, die ich nutzen kann, um meine Umfrage zu konfigurieren. Die Frage selber präsentiere ich am besten auf einer Folie. Ich habe auch die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Umfrage mit eigenen Antwortoptionen zu konfigurieren. Ich klicke Umfrage starten und komme in den Umfragemodus. Hier sehe ich auf der Zwischenansicht, wer bereits geantwortet hat. Die Ansicht der Teilnehmenden sieht so aus, dass sie im unteren rechten Bereich ein Pop-up mit den Optionen haben. Sie wählen ihre Antwort aus. Als Präsentator kann ich so lange warten, bis alle Teilnehmenden geantwortet haben und dann die Umfrageergebnisse veröffentlichen. Die Veröffentlichung erscheint ebenfalls auf einer Folie im unteren rechten Bereich fest angeheftet. Ich habe auch die Möglichkeit, meine Folien so zu konfigurieren, dass ich bereits bestimmte Schlüsselwörter gebrauche, um eine Schnellumfrage zu triggern. Diese Option erscheint dann unten links als Icon. Das kann ich anklicken und habe so die Möglichkeit, meine Umfragen noch besser vorzubereiten und noch schneller durchzuführen. Zusammenfassend ist es wichtig, dass man Umfragen nur im Präsentationsmodus nutzt, dass man pro Folie nur eine Umfrage verwendet, die Umfrageergebnisse bleiben auf den Folien haften und es gibt nur Single-Choice-Umfragen.